Heute haben wir uns mal wieder hier versammelt, um an der Stelle, wo ich schon mit einigen über ein Thema geredet habe, was sehr, sehr viele Menschen interessiert, auch wieder eine neue Meinung, neue Erfahrung, eine neue Sichtweise oder vielleicht auch eine alte Sichtweise, keine Ahnung, ja, zu bekommen. Und zwar geht es um das Thema offene Liebe und bei mir ist heute die Anna. Hi. Ja, und wir kennen uns ja schon jetzt so durch die Rohkost-Potlucks eine Zeit lang und ja, und mit der offenen Liebe, das ist halt auch ein Thema, was in alternativen Kreisen auch immer wieder beredet wird und worüber ja, sich auch dann ausgetauscht wird. Und ja, und wie ist denn so deine, was verstehst du erstmal unter offene Liebe? Und ist offene Liebe und freie Liebe das Gleiche? Hätte ich jetzt auch gefragt, ob wir jetzt auch von der freien Rede, Liebe sprechen. Mhm. Also das ist für mich eigentlich dasselbe. Mhm. Offene und freie Liebe, das habe ich bis jetzt immer so als dasselbe empfunden. Ich denke, dass es halt tatsächlich für jeden ein bisschen was anderes bedeutet. Deshalb kann ich jetzt nur so aus meiner Sicht sprechen. Ja, für mich ist die freie Liebe etwas sehr, sehr Erfüllendes und ich bin sehr froh, dass ich das so entdeckt habe und mich da halt dafür auch geöffnet habe oder öffne. Ja, für mich ist das halt die pure Freiheit, also dass ich einfach in der Freiheit lebe, die Liebe immer fließen zu lassen, wenn sie fließen möchte. Okay. Und egal mit wem, egal wo, egal wie diese Liebe jetzt aussieht. Mhm. Ja, und das auch jedem anderen auch zu gönnen. Mhm. Ja. Und da kommt ja häufiger mal so die Bedenken oder das, wie wir das vielleicht gelernt oder ja, gelernt haben zu fühlen oder darüber zu rekapitulieren, dass wenn man so einfach so, man lässt die Liebe fließen oder sowas, dass das vielleicht irgendwie so ein bisschen oberflächlich vielleicht klingt. Weißt du, man lässt die Liebe fließen und ja, alles dort, mal dort. Und ja, hast du das Gefühl, dass du, ich meine, du hast ja nicht schon immer die offene Liebe gelebt, sondern du, wie du sagst, du hast das kennengelernt und hast du das Gefühl, dass das vielleicht eher so auf Befriedigung, kurzfristige Befriedigung ausgelegt, oder hast du, oder wie stehst du zu dieser Aussage, dass das vielleicht etwas Oberflächliches sein könnte, die Liebe? Also das ist für mich ganz und gar nichts Oberflächliches, sondern das ist für mich ganz im Gegenteil etwas sehr tiefgreifendes, weil für mich halt die Liebe auch so eigentlich halt alles ist und das, woraus alles entstanden ist. Deshalb ist für mich auch sowas Erfüllendes da, die so in Freiheit zu leben. Und für mich bedeutet die freie Liebe auch nicht, dass ich jetzt mal da und da mit verschiedenen Leuten halt oberflächlich keine Ahnung, da was mache. Sondern für mich steckt auch dahinter, dass ich halt dass ich einfach jeden Menschen einfach auf einer ganz tiefen Ebene vom ganzen Herzen und dem ganzen Sein liebe. Mhm. Weil ich die Menschen auch als Teil von mir und ich als mich als Teil von ihnen sehe. Und es hat halt für mich auch viel mit der tiefen Verbundenheit zu tun, die ich zu den Menschen spüre. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Mit dem, was du sagst, mit der Liebe, warum viele mit dem Begriff oder mit der offenen Liebe und der freien Liebe ein Problem haben, weil sie Liebe einfach anders definieren. Wenn du die Liebe als diese universelle Energie, die uns alle ausmacht, die uns alle verbindet, versteht und das mit offener Liebe meint, mit freier Liebe, dieses einfach das Fließenlassen des Seins, dann ist das eine ganz andere Qualität, als wenn jemand denkt, okay, ich will mein Ego befriedigen und ich will heute, oft wird ja die freie Liebe, offene Liebe auf Sexualität runtergebrochen, ja, ich schlafe heute mit dem. Daraus entwickle ich auch so ein Verständnis für die Menschen, die dann halt sagen, boah, offene Liebe ist überhaupt nichts für mich oder so,
weil die es halt tatsächlich auf die Sexualität runterbrechen und gar nicht die Liebe als das begreifen, wie, ja gut, Liebe ist jetzt, also unserer Sicht vielleicht jetzt so, kann man das sagen, aber man kann ja nicht selber für andere sprechen, wie sie Liebe sehen, aber sag mal, aus der Definition, wie wir Liebe sehen, als universelle Energie und die wirklich alles umfasst und diese fließen zu lassen zu jedem Moment, erwächst, glaube ich, ein ganz anderes Bild, ja, als aus dem herkömmlichen Bild, wo die meisten Leute die Liebe als das sehen, wie es in Hollywood-Filmen halt präsentiert wird. Wie ist denn deine Erfahrung mit den Menschen, mit denen du diese Liebe geteilt hast? Also du sprichst du darüber, dass du irgendwie offene Liebe lebst oder lässt du es einfach, weil die meisten dann eben Sexualität assoziieren und denken, boah, du bist irgendwie leicht zu haben oder sowas, keine Ahnung. Also verbalisierst du dieses im Umgang mit anderen Menschen oder ja, lässt du einfach die Liebe sein und kommst vielleicht dann zu Problemen oder kam es zu Problemen? Also ich lebe das auch noch gar nicht so lange. Ah, okay. Wirklich. Also damit meine ich vielleicht seit so einem Jahr oder so, da hat das bei mir eigentlich so wirklich angefangen, dass ich so wirklich erkannt habe, okay, ich möchte das Leben. Ja. Und ist das Thema mal in der Familie irgendwie aufgekommen oder so? Oder ist das sagen deine Eltern, okay, mach was du willst? Da haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Aber. Also hast du so gar noch nicht so diesen negativen, negativen Schwall an Empörung oder an Unverständnis, der dir gegenübergetreten ist. Also ich persönlich habe das schon erlebt, aber das liegt doch daran, dass ich halt das Thema sehr, sehr öffentlich mache, ja, auch hier genau. Auf dem YouTube-Kanal und da natürlich jeder irgendwo in Deutschland, der durch Zufall mein Video sieht und vielleicht gar nicht so einen Zugang zu dem Thema hat, dann auch das Anonym dann rauslässt und dadurch habe ich halt schon mitbekommen, dass da halt viel in den Menschen brodelt und dass man da gewisse Dinge aktiviert und die Videos über offene Liebe sind auch die Videos mit, sage ich mal, ja, der schärfsten Kritik. Also bisher war es immer am Anfang so die Essensvideos, wenn man den Menschen ans Essen geht und an ihre Komfortzone mit pflanzlicher Ernährung und so, aber so die Liebe, das Fundamentale angreifen, auch dieser Wunsch nach Beziehung, nach einer Beziehung, nach dem Traummann oder nach der Traumfrau und bis ans Ende der Tage zusammen und nur diese Fixierung auf eine Person und dieses Ausgrenzen von anderen Personen und ja, also dieses für mich wahrgenommen Zwanghafte, für die Menschen, die sagen, das ist eine freiwillige Entscheidung, aber die Frage ist halt, wie sehr können wir wirklich frei entscheiden mit, sag ich mal, den ersten 18 Jahren, wo wir aufgewachsen sind, wo wir kaum Entscheidungsfreiheit haben in unserem Tun, in der Schule, in dem, was die Eltern uns in unserer Prägephase mitgeben, auch die ganze Medienwelt. Ich weiß ja nicht, ob du dich dem so entziehen konntest, so die Medien, so Film und Serien und sowas, oder ob du auch so konsumiert hast Medien in deiner, sag ich mal, Jugendzeit. Habe ich, ja, auf jeden Fall. Ja. Und was gab dann den Ausschlag, dass du dann halt trotz dessen, dass wir eigentlich ja so wunderbar umspannt, perfekt sozusagen mit insbesondere den Filmen und mit Liebesgeschichten und mit allen möglichen, unserer Geschichte der Menschheit bis zumindest einen gewissen Teil, so damit vollgesogen waren mit dieser Idealvorstellung einer Mann und einer Frau. Wie kam es dazu, dass du aus diesem Wohlfühlpaket ausgebrochen bist? Ja, also das war bei mir tatsächlich schon immer so, dass ich sehr viel Liebe empfunden habe, generell und auch für viele Menschen. Und ja, ich habe früher halt gedacht, so ja, ich bin in ein paar Menschen auf einmal verliebt und habe gedacht so, oh Gott, was ist los mit mir? Und habe das auch niemandem erzählt und so, weil ich gedacht habe, das ist nicht normal, das geht nicht. Und damals wusste ich gar nicht wirklich, dass es möglich ist, das einfach zuzulassen. So, ja. Und habe halt dann auch in diesen Formen gepresst gelebt, weil es halt, ja, weil das halt jeder gemacht hat und dass das Normale war. Und dann hat sich das einfach so
ergeben. Also damit, dass ich immer mehr zu mir selbst komme und immer mehr einfach so bin, wie ich bin. Ja, das kommt bei mir mit daher, dass ich dann halt auch das einfach so, ja. Leben kann, ja. Ja, genau. Das ist ja, wenn wir, also ich habe ja auch viele Gespräche mit Menschen geführt, die so Beziehungsprobleme und so haben. Das ist ja so ein richtig schlechtes Gefühl, was in uns aufkommt, insbesondere wenn man vielleicht sogar verheiratet ist oder was und sich in einem anderen Menschen verliebt. Das ist einfach nur ein natürliches Gefühl, man verliebt sich in anderen Menschen, und wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir empfinden, dass die Liebe was Universelles ist, was uns alle zusammenhält, ein ganz natürliches Bedürfnis, und die Menschen fühlen sich richtig schlecht. Die fühlen sich richtig schlecht, dass sie einen anderen Menschen leben. Sie haben ein schlechtes Gewissen, dass dieser, über diesen natürlichen Vorgang des Liebens. Und ich frage mich, warum das bei den Menschen so dieser Zusammenhang, warum das so schwer ist, das anzunehmen, dass diese offene Liebe. Ne? Wenn man mit einem Menschen zusammen glücklich ist und das sich gerade gut anfühlt, ist das doch wunderbar. Aber wenn dann das einen anderen Menschen gibt, mit dem man auch gerne Zeit verbringt, und wie du sagst, du bist in mehrere verliebt gewesen, dann ist es doch wunderbar. Und das heißt auch nicht, ja, nur, weil man... Total schön, finde ich. Ja, ja. Und das heißt auch nicht, wenn man in den einen Menschen verliebt ist und gerne Zeit mit ihm bringt, dass man, nur weil man einen anderen Menschen liebt, nicht mehr auch Zeit mit ihm verbringen kann. Das ist immer das, man denkt, das ist so ausschließlich und man muss sich da ausgrenzen. Das fühlt sich, also das ist doch einfach so widersinnig. Mhm. So, das entspricht auch unseren Gefühlen, ja. Also gut, wenn jetzt jemand wirklich seine Sandkastenliebe bis zum Ende des Lebens und treu geblieben und im Sinne von auch nie irgendwie das Bedürfnis gehabt mit einem anderen und sich wohlgefühlt hat, dann ist das wunderbar. Bloß ich kenne nicht eine einzige Person in meinem Umkreis, die mit einer Person längerfristig zusammen gewesen ist und nicht immer auch mal den Gedanken dran hatte oder ein schlechtes Gefühl daraus entwickelt hat oder sich darüber Gedanken gemacht hat, ob sie irgendwie nicht gut sind oder warum das so ist. Ja. Und damit projiziert man ja auch viel auf die eigene Beziehung. Wenn man sich, man liebt jemand anders jetzt zum Beispiel, und dann sagt man, da stimmt irgendwas in der Beziehung nicht. Da stimmt ja irgendwas in der Beziehung nicht. Die Beziehung kann nicht gut sein, weil ich liebe ja jemand anders. Ja, ja, das ist halt das Ding, dass die Menschen das dann auf den, also dass man das dann auf einen anderen Mensch projiziert, obwohl das halt in meinen Augen gar nichts damit zu tun hat. Also deshalb ist bei mir halt so, wenn ich eine Person liebe sozusagen, also wenn ich in irgendeiner, also eine besondere Art von Beziehung zu einer Person habe, dann ist es mir vollkommen egal, ob diese Person mit einer anderen Person oder mit vielen anderen Personen auch noch irgendeine besondere Art von Beziehung hat, weil es ist ja, die Beziehungen sind ja von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich, und ich finde das wunderschön, und ich finde es wunderschön, wenn jeder die dann einfach so frei ausleben kann, wie sie ist. Ja, einfach also, das fließen lassen, einfach fließen lassen, unser natürlicher Instinkt, unser natürliche Bedürfnisse oder was auch immer, dass man das eben fließen lässt. Und alles, was dann so aufgepfropft ist von, sag ich mal, von der Kultur, dass man das, ja, also meiner Meinung nach durchaus kritisch sehen sollte. Also ich bin immer jemand, der sagt, jeder sollte so leben, wie es sich für ihn am besten anfühlt, und nicht wie irgendwelche Regelungen, seien es gesetzliche oder kulturelle Regelungen, das vorleben. Und was auch so ein Zeichen dafür ist, dass die Menschen, die, sage ich mal, die offene Liebe ablehnen, die sagen ja, monogame Liebe, das ist das einzig wahre und das ist die echte Liebe. Was da auch so für mich so ein bisschen Indikator dafür ist, dass da ganz schön viel, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, aber dass das vielleicht gar nicht so, sage ich mal, problemlos für die Menschen ist, ist, dass diese Menschen von der Thematik offene Liebe total getriggert werden. Dass wenn du offene Liebe sagst, dass die Leute dann sagen, boah, nee, das geht gar nicht und Skandal. Und da gibt es sehr, sehr viele, die das so machen. Andererseits ist es so, dass die Menschen, die offene Liebe leben, gegenüber monogam, beziehungsweise sagen, ja klar, wenn sie es mögen, genau, dann sollen sie es machen. Ja. Ja? Und das ist halt, daran sieht man so diese entspannte Haltung, das ist eine natürliche Haltung. Es gibt kaum jemanden, der offene Liebe lebt und sagt, nee, Monogamie geht gar nicht für irgendeinen anderen Menschen. Aber von den monogamen Menschen gibt es sehr, sehr viele, die eben sagen, nee, offene Liebe, das gehört sich nicht, das geht nicht und das ist nicht tief genug. Und irgendwas in Rechtfertigung für sich selber suchen, und daran erkennt man eigentlich, dass
Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist genauso wie wenn man irgendwie erwähnt, man ernährt sich vegan, da werden viele Menschen getriggert und fangen an, darüber zu diskutieren, obwohl ich das einfach nur erwähnt habe. So. Ja, man sagt für sich so, nee, danke, ich esse kein Fleisch so beim Mittagstisch oder sowas. Wie, du isst kein Fleisch? Ich ernähre mich pflanzlich. Aber das ist Da fängt so eine Diskussion an unter den Menschen sogar. genau. Und da merke ich halt auch oft, ja, okay, irgendwas in denen wird angesprochen Ja. und sie versuchen das halt irgendwie dann so zu sich selbst zu rechtfertigen. Weil es natürlich auch eine schwierige Sache ist, gerade wenn man jetzt auch selber, viele Menschen haben ja sich ja so ein soziales Umfeld gebaut, ein berufliches Umfeld und so weiter, so eine Art Komfortzone. Und wenn man dann plötzlich quasi sehr viel über den Haufen wirft von seinen eigenen Ideologien und von seiner Art und Weise zu leben, dann ist ja meistens auch so, dass sich dann Menschen entfremden, gerade die Menschen, die sich dann angegriffen fühlen oder die das nicht verstehen können, und dass man dann halt aus dieser Komfortzone ausbricht. Und ich glaube, das ist auch die Problematik, warum offene Liebe so oft zum Streitthema auch wird. Und ja, Ja. von daher ist es umso schöner, dass man ja, das an die Öffentlichkeit bringt, dass man normal über seine Erfahrungen redet. Und ja, und ich denke, dass auch das Ja. Video liefert hoffentlich wieder einen wertvollen Beitrag dazu, dass ihr über das Thema für euch reflektiert und für euch schaut, was für euch sich gut anfühlt. Und wie gesagt, wenn sich eine monogame Beziehung gut anfühlt, wunderbar, ne? Dann richtig schön tief genau das Leben, wie ihr das wollt. Und einfach offen bleiben, ne? Ja. Hast du jetzt Genau, sehe ich auch eigentlich, so. du hast ja schon, du bist ja vor allem, du bist ja Musikerin, du machst sehr viele Songs. Hast du das Thema eigentlich auch schon bei dir irgendwie so in der Musik so verarbeitet? Oder? Noch nicht wirklich. Also ich singe viel von der Liebe und das ja, kommt in die Liebe und so, aber jetzt speziell zum Thema offene, freie Liebe noch nicht, aber der Gedanke ist mir schon gekommen. Also vielleicht wird da dann irgendwann mal was entstehen. Ja. So, ja. Falls ihr die Songs von Anna hören wollt, also sie hat dann auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo die Songs sind, und ich habe gehört, so, jemand hat mal geflüstert, es gibt vielleicht bald so eine eigene CD oder so. Ja, genau, ja, das kann ich auch so offen sagen. Also ich nehme momentan ein Album auf und das wird es dann bald geben. Wie gesagt, schaut euch am Kanal vorbei, und ja, gibt es sonst noch was, was du auf dem Herzen hast zum Thema offene Liebe, was vielleicht noch gesagt werden müsste, oder? Ich kann es euch nur ans Herz legen, euch da ja, einfach mal Gedanken darüber zu machen. Und ja, wie Christian schon sagt, wenn ihr denkt, nee, es ist für mich wirklich nichts, dann okay, aber ja, ich kann es euch wärmstens empfehlen, weil es mich echt sehr erfüllt und sehr glücklich macht. Brauche nicht mehr zu sagen. Verabschieden, sonst macht's gut. Tschüss. Tschüss.